Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny-Video von mir. In diesem Video zeige ich euch die Waffe Iryuts Reißzahn. Das ist das Scout-Gewehr vom Raid Krotas Ende. Und der droppt, soweit ich weiß, nur beim Endboss, sowie die Handfeuerwaffe. Wir fangen da gleich an, wie man sieht. Akkuschaden, hier nochmal zu sehen. Eine Primärwaffe, die Akkuschaden macht, ist natürlich sehr interessant, weil es gibt wenig Primärwaffen, die einen bestimmten Schadenstyp haben. Dann haben wir hier drei Standardveränderungen. Wenn man jetzt rechts auf das Bild schaut, sieht man, dass sich das Scope verändert. Ich habe da das mittlere drin, denn ich finde die Zielvorrichtung am angenehmsten. Wir können die sonst alle kurz so mal zeigen. Und dann hätten wir noch das obere. Ein Rotpunkt. Ich finde jedoch das mittlere am angenehmsten. Es ist auch von den Stats her so ausgerichtet, dass man da schneller nachladen kann. Und die Stabilität noch höher ist. Man könnte da auch Rotpunkte aus reinnehmen für die Stabilität. Aber das ist jedem selbst überlassen. Dann hätten wir noch Sprühen und Spielen. Erhöht die Nachladegeschwindigkeit, wenn das Magazin leer ist. Da kann man interessanterweise sogar noch wechseln. Man könnte auch Zielmarke reinnehmen. Feinde, die von dieser Waffe getroffen werden, leuchten kurz auf. Wie man sieht, man kann nicht beide drin haben. Ich werde jetzt zuerst Sprühen und Spielen drin haben, das dann zeigen und dann die Markierung noch. Dann hier die drei Veränderungstypen, großkalibrige Geschosse, übergroße Geschosse, die Ziele ins Wanken bringen und sie torkeln lassen. Ihre Masse erschwert die Handhabung der Waffe. Dann perfekte Balance, kennen die meisten, die Stabilität geht hoch und zwar massiv. Oder Field Scout, Maximums Munitionskapazität. Man sieht, die Waffe hat normalerweise 15 Schuss und wenn man sie dann hochpusht, hat sie 27 Schuss. Ich spiele da gern mit 27 Schuss, denn bei einem Scout-Gewehr ist die Stabilität hier schon ziemlich hoch, also ist nicht mehr zwingend notwendig. Und dann drittes Auge, beim Verwenden der Zielvorrichtung dieser Waffe bleibt das Radar aktiv. Das zeige ich dann auch direkt. Und wir hätten wie bei allen Raid-Waffen von Krotas Ende den Char-Disruptor drin, fügt Char-Majors erhöhten Schaden zu. Das ist natürlich immer interessant, weil man im Raid selbst, vor allem im Hard-Mode, sehr häufig gegen Char-Majors kämpft. Aus diesem Grund sind alle Raid-Waffen für den Raid sehr interessant. So. Jetzt kommen wir noch kurz zum dritten Auge, wie man oben links sehen kann. Der Radar, der bleibt einfach aktiv. Das ist super nützlich. Und ich zeige die Waffe direkt mal kurz in Action. Die Gefallenen. Sie greifen den Höllenschlund an. Die Waffe spielt sich ein bisschen wie die Konfluenz vom alten Raid, die Gläserne Kammer. Vom Schaden her ist sie sogar noch ein bisschen besser, weil sie auch höher ist. Und man sieht, die Stabilität, die reicht durchaus. Ich sollte da mal leer feuern, damit man auch sieht, wie das Schnellnachladen funktioniert. Ich gebe dann noch kurz den letzten Schuss ab, und zwar auf den da. So. Sieht man, die Waffe lädt extrem schnell nach. Das ist die Fähigkeit, die man hier jetzt drauf hat. Sprühen und Spielen. Ich zeige jetzt noch kurz die Zielmarke. Ich habe da nichts bemerkt. Der Gegner wird einfach nur markiert. Der Schaden ist nicht erhöht, Verbündete machen nicht erhöhten Schaden. Jetzt sieht man da, der Gegner ist markiert. Was das bringt, weiß ich nicht genau. Vielleicht weiß da jemand, der das
der die Waffe auch hat oder weitere Informationen hat, kannst du auch in die Kommentare schreiben, dann werde ich da noch einen kleinen Link reinmachen, beziehungsweise einen Text reinwerfen, was das Sprühen genau bewirkt. Aber ich habe bis jetzt nichts entdeckt. Der Gegner wird einfach markiert für eine bestimmte Zeit. Wir warten jetzt mal, bis das abgelaufen ist. Ihr habt es gesehen, der Gegner ist markiert und viel mehr auch nicht. Vielleicht war der Ursprungsgedanke, dass man die Fähigkeit drin hat, um im Team dann zu sagen, wir greifen jetzt die Hexe an, und zwar die Hexe, die markiert ist. Aber genau, das weiß ich auch nicht. So, das war eigentlich alles, was man zu Eriuts Ereiszahn sagen kann. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like da. Ich freue mich über Likes, dann weiß ich, das Video war gut, kann ich weiter so machen. Oder abonniert mich, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Vielen Dank fürs Zuschauen.